Ja, ich würde den Deal gar nicht machen. Also ich biete nichts an, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das zu 100% stimmig ist. Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich müsste mich verbiegen, der andere müsste sich verbiegen, wenn ich ein bisschen Zweifel habe, dann mache ich es nicht. Damit schützt du auch einfach deinen Selbstwert hinten raus, weil du damit ja eine klare Grenze setzt und sagst, nö, ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst, ich bin mir meines Wertes bewusst und ich habe nicht das Gefühl, dass das hier der Best Match ist. Ich brauche es nicht, ich muss es nicht, deshalb lasse ich es, soll sich jemand anderer daran versuchen und fertig. Und auch keine Zwischenlösungen oder nichts Halbgares machen. Die einzige Option, trotzdem was zu machen, wäre, wenn du wirklich die Kohle brauchst. Also wenn du wirklich gerade einen Paycheck brauchst, so dann biet einen Preis an, inklusive einer Leistung, wo du dann sagst, ey, ganz ehrlich, mir ist scheißegal, was daraus wird, weil das, was ich hier für den Preis mache, ist so geil, da kann keiner was sagen. Ja, geht nicht. Kann keiner was gegen sagen. Egal, was rauskommt. Es ist einfach ein Stil. Weißt du, aber du machst es halt, weil du gerade das Geld brauchst. Wenn du es nicht brauchst, dann mach's auch nicht. Ja, dann einfach mal machen. Einfach mal machen, wenn es dann nicht funktioniert. Dann sich über die Erfahrung freuen, dass genau gar nichts Schlimmes passiert, wenn es nicht funktioniert. Und passiert auch nichts Schlimmes, weißt du? Also wenn du sauber und vernünftig die Erwartungen kommunizierst, heißt, wenn du keine Versprechen machst, wenn du keine Garantien gibst oder sonst was, dann sollte irgendwas nicht klappen. Ja, dann ist es halt so. Passiert jeden Tag auf der Welt, überall mal, dass irgendwas nicht klappt. Und das ist auch nicht schlimm und dir ist auch keiner böse. Vor allem in der Geschäftswelt ist jeder Geschäftsmann und jede Geschäftsfrau daran gewöhnt, dass irgendwas nicht funktioniert. Und jeder Geschäftsmann und jede Geschäftsfrau hat im Regelfall auch viel Schlimmeres erlebt, als dass eine Marketingmaßnahme nicht funktioniert hat. Und sie 1.000, 2.000, 3.000 Euro vielleicht ins Sand gesetzt haben. Und dann zu verstehen, dass es nicht schlimm ist, was mega genial ist, dann ist cool, weil dann verliert man nochmal eine gewisse Angst. Man sollte natürlich aber dann auch trotzdem den Respekt davor haben und das Verständnis dafür, dass diese Fähigkeit und diese Tätigkeit, die wir hier ausüben als Agentur oder als Marketingdienstleister, also wichtig ist, wertvoll ist, man da viel Zeit, viel Energie reinstecken sollte, darin richtig gut zu sein, sich gut weiterzubilden, sich gute Hilfe einzukaufen von Menschen, die schon viel mehr Erfahrung haben, um halt einfach den höchstmöglichen Standard liefern zu können, was nachher die Leistung für den eigenen Kunden angeht. Na, dass das nichts ist, womit man scherzen sollte oder was ganz einfach so links, rechts gemacht ist. Postings, ja. Bestimmte Werbeanzeigen, definitiv. Aber in dem Fall dessen, dass irgendwas nicht funktioniert, dass man dann merkt, oh okay, hier bedarf es auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Know-how, ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Weitsicht, ein bisschen mehr Skill, einen anderen Blick drauf. Und dafür seine Sinne zu schärfen. Dankbar sein einfach für diese Erfahrung. Ja, ich mach's kurz und knapp. Und zwar, wir hatten heute richtig coole Vorträge, waren sehr spannende Sachen dabei. Und nebenbei war es auch noch richtig witzig. Und ja, was ich mitnehme, ist, dass man... ich persönlich sehr viel fürs Business auch mitnehmen konnte, aber was mir auch sehr wertvoll war, dass ich auch wirklich was fürs Leben mitnehmen konnte, auch vom Mindset her. Und ja, wenn du beim nächsten Event nicht dabei bist, hast du auf jeden Fall was verpasst.